Hallo, ich bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bevor wir anfangen, möchte ich eins gleich zu Beginn sagen. Ich möchte mit diesem Video nicht erreichen, dass du während deines Yoga-Flows die ganze Zeit an eine korrekte Ausführung denkst und die ganze Zeit dir überlegst, mache ich es gerade richtig, ist es richtig so und akribisch dich dran festbeißt, sondern ich möchte dir mit diesem Video helfen. Das heißt, du sollst versuchen, dass irgendwann mal diese Ausrichtung oder diese korrekte Ausrichtung in Fleisch und Blut übergeht und du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Denn es ist natürlich so, dass eine korrekte Ausrichtung schon wichtig ist, vor allem für die Gelenke, für die komplette Knochenstruktur und Muskulatur. Da sollte man schon darauf achten, aber es sollte jetzt dir nicht den Spaß an dem Yoga-Flow nehmen. Und jeder Körper ist auch anders. Das heißt, du musst auch immer noch mal schauen, wie fühlt es sich denn für dich an. Ich habe mir in diesem Video die häufigsten Fehler rausgesucht, die mir bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern aufgefallen sind, sogar bei mir selbst. Das waren die Übungen, die für mich auch am schwierigsten waren, wo ich am Anfang die meisten Fehler gemacht habe. Und falls du Lust hast auf mehr, dann lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich werde dir zu Beginn immer erst einmal die Fehler aufzeigen und dann danach die korrekte Ausführung und hoffe, dass dir das dann helfen wird. Ich hoffe, dass du Spaß dabei hast. Du darfst natürlich gerne mitmachen, wenn du magst oder eben einfach nur zuschauen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen und mir gerne einen Daumen nach oben da zu lassen. Und dann würde ich mal sagen, Schluss mit dem Blabla und wir starten. So, wir starten mit der Plank-Position und auch wenn man meinen mag, dass die Plank-Position eigentlich eine der einfachsten Sachen ist und man sollte sie eigentlich kennen, gibt es da sehr viele Sachen, die man falsch machen kann. Zum einen sehe ich das oft, dass die Schultern nicht aktiv sind. Der Bauch ebenfalls nicht, hängt entweder zu weit nach unten oder zu weit nach oben, sodass der Po eben entweder zu weit oben oder zu weit unten liegt. Und dann eben der Rücken, dass der auch nicht aktiv ist. Und ein bisschen was von allem vielleicht oder nur eine Sache davon. Und ich möchte euch zeigen, wie die Plank im Normalfall aussehen sollte. Zuallererst würde ich dir empfehlen, im Vierfüßlerstand zu starten, denn dann kannst du sicher gehen, dass sich die Schultern über den Handgelenken befinden. Auf diese Weise kannst du die Gelenke schonen. Und achte darauf, dass sich der Mittelfinger geradeaus nach vorne befindet. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Sportarten ist, aber im Yoga solltest du darauf achten, dass der Mittelfinger nach vorne zeigt. Dann kannst du hier auch schon mal die Schultern aktivieren, also drück dich weg von der Matte. Außerdem solltest du die Hände aktivieren, sodass die Fingerkuppen aufgestellt sind. Und wenn du bereit bist, dann stellst du hinten die Zehenspitzen auf. Auch hier darauf achten, dass du die Fersen nach hinten schiebst. Ganz aktive Beine, dann solltest du deinen Bauch aktivieren, dich wegschieben von der Matte und dann kannst du nochmal sicherstellen, dass sich dein Po nicht zu weit oben, nicht zu weit unten befindet und dass dein Bauch und dein Rücken aktiv sind. Hier nochmal alles Wichtige zusammengefasst. Langer und gerader Hals bedeutet Blick nach vorn, Schultern entspannt, Fingerkuppen sind aktiv, Mittelfinger zeigt nach vorn, Schultern über Handgelenke, Schultern aktiv, schieb dich weg von der Matte. Rücken und Bauch sind fest, sind angespannt. Gesäß ist fest und nicht zu weit oben, nicht zu weit unten. Du bildest eine schräge Linie in Richtung Füße und Fersen nach hinten schieben. Also Beine sind ebenfalls aktiv. Das ist eine Ganzkörperübung. Die nächste Übung ist Chaturanga. Ich denke, es gibt keine Übung, die schwieriger ist als diese, wenn man gerade anfängt, Yoga zu lernen. Und da gibt es auch mehrere Fehler. Der erste Fehler ist, dass man die Brust zuerst nach unten schiebt. Da gibt es eine Variante, wo die Brust zuerst kommt, aber nicht, wenn die Beine oben bleiben. Der zweite Fehler ist, dass die Hüfte zuerst nach unten kommt und es wird unglaublich schwer, mit dieser Gewichtsverlagerung sich dann hochzuschieben in den heraufschauenden Hund, weil das die volle Bewegung ist. Und der dritte Fehler sind die Ellbogen, die zu weit nach außen zeigen und nicht nah an den Körper herangezogen sind. Auch da wird es dann schwer und ist sehr schädigend für die Gelenke, also wenn die nicht richtig arbeiten können, da die Ellbogen nach außen zeigen. Und ich habe dir hier noch ein altes Video, wo ich auch etwas zum Chaturanga gesagt habe. Und zwar geht es hier um die Nutzung der Blöcke und ich finde das hier echt mega, weil man durch die Blöcke besser lernen kann, wie es sich anfühlt, gerade nach unten zu gehen.
Und so weißt du ungefähr, ah, okay, so fühlt sich's an. Und dann kannst du einmal die Blöcke rechts und links von dir auf Höhe der Schultern positionieren und dich hier sanft ablegen. Dann weißt du hier ungefähr, siehst du die Ausrichtung, also quasi, dass sich die Ellbogen über den Handgelenken befinden. Und hier nochmal zusammengefasst, wenn du schon in einer richtigen Plank dich befindest, natürlich wird es dann einfacher für dich. Das heißt, sei schon mal richtig in der Plank, Fingerkuppen aktiv, Ellbögen ranziehen, schieb dich nach vorn auf deine großen Zehen, Bauch aktiv, Rücken anspannen, Gesäß ist fest, ganz gerade runter, dass du eine Linie bildest, Richtung Matte, kurz halten, schieb dich nach vorn und dann befindest du dich im heraufschauenden Hund. Und hier machen wir auch weiter, denn auch der heraufschauende Hund hat ein paar Tücken. Ganz oft sehe ich im heraufschauenden Hund, wie sich die Handgelenke nicht unterhalb der Schultern befinden. Das heißt, die Hände sind entweder zu weit vorn oder zu weit hinten. Das gibt es aber eher selten. Also sind meistens zu weit vorn. Es gibt so eine Haltung, aber das ist nicht der heraufschauende Hund. Dann die Schultern wieder nicht aktiv, die hängen runter. Das heißt, du schiebst dich nicht weg von der Matte und so kannst du nicht wirklich diese Übung halten. Denn an sich berühren nur die Hände und die Füße die Matte. Das heißt, auch die Beine berühren die Matte nicht. Und hier nochmal zusammengefasst, lange und gerade Hals, Schultern entspannt. Auch hier Fingerkuppen aktiv, Schultern über Handgelenke. Schultern aktiv, also schieb dich weg von der Matte. Bauch und Rücken sind angespannt, Gesäß ist fest, also nicht ganz arg angespannt, aber fest. Und genau, wie ich vorher schon gesagt habe, die Beine berühren die Matte nicht. Dafür braucht man viel Kraft und man muss auf jeden Fall auf die Gelenke achten, dass man sich da nichts kaputt macht. Und da kommen wir schon zur nächsten Übung, der Krieger 2. Man könnte meinen, dass der Krieger 2 ziemlich einfach ist, aber hier finden ganz, ganz viele Fehler statt. Also zum einen, das Knie wandert nach innen und das Kniegelenk befindet sich nicht überm Fußgelenk. So. Und so kann man nicht wirklich Stabilität in die Beine bringen. Das heißt, Bein nach außen öffnen, Hüfte nach außen öffnen. Dann die Brust zu weit nach vorne, entweder zu weit nach vorne oder zu weit Richtung Arm. Und hier einmal aufrichten, auch hier nochmal von der Seite, damit man es besser sehen kann. Und schau, dass sich dein Kopf über die Hüfte befindet, also dass du hier eine Linie bildest und Schultern einmal entspannen. Und Fehler Nummer 3, die Arme. Also entweder sind die Arme überhaupt nicht aktiv und hängen einfach nur so runter oder der Arm vorne zieht zu weit nach vorn, Schultern nach oben gezogen, das ist auch ganz oft der Fall. Und jetzt einmal auf was du alles achten solltest. Also einmal Knie über Fußgelenk, dann die Hüfte nach außen öffnen, also Knie nach außen. Gewicht auf beide Füße gleichmäßig verteilen, also auch aufs hintere Bein, auf den hinteren Fuß. Bilde eine Linie von Kopf, Krone bis Steißbein, also ganz gerade und aufrecht. Auch hier ist der Bauch aktiv, also auch wenn wir hier nicht unbedingt eine Bauchübung haben, trotzdem Bauch anspannen. Und Arme ebenfalls anspannen bis in die Fingerspitzen, Schultern weg von den Ohren, ganz entspannt und Blick nach vorn. Dann kommen wir zur nächsten Übung, einmal der seitliche Winkel. Das bietet sich an, da wir ja gerade den Krieger 2 besprochen haben. Auch hier wieder dieselben Fehler. Hier einmal das Knie nach innen, eben nicht über dem Fußgelenk. Und das passiert ganz oft, wenn man versucht, auf Teufel komm raus, die rechte Hand oder die linke Hand auf die Matte zu bringen. Also hier erst einmal Knie über Fußgelenk und das hintere Bein ist ebenfalls stark, ebenfalls angespannt. Der zweite Fehler ist, dass man zu viel Gewicht auf die Hand ablegt und hier keine Körperspannung herrscht. Und um die Hand auf die Matte zu bringen, passiert es auch ganz oft, dass man den Oberkörper nach vorne fallen lässt. Man fällt nach vorne, das Gesäß geht nach hinten. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Arme befinden sich übereinander, die Schultern befinden sich übereinander. Deswegen lieber den Arm auf dein Bein ablegen. Und hier nochmal von der Seite. Wir sind eine Linie. Also wir bilden eine Linie mit den Armen, mit dem Bein. Und auf der rechten Seite siehst du, wie es ist, wenn man quasi nicht in der richtigen Position ist. Und ganz wichtig, versuche Abstand zu halten zwischen deiner
Körperseite und deinem Oberschenkel, also hier nicht ablegen auf den Oberschenkel, Gewicht verteilen. Und hier möchte ich dir nochmal zeigen, wie du wieder einen Block nutzen kannst, wenn du eben nicht Richtung Matte absinken kannst, sodass du gerade bleibst. Benutze einfach einen Block und hier siehst du, dass die Ausrichtung einem viel einfacher fällt, dass man schauen kann, dass die Schultern übereinander sind und so weiter. So, hier nochmal zusammengefasst. Knie über Fußgelenk, Knie nach außen öffnen, also Hüfte öffnen, Gewicht auf beide Füße gleichermaßen verteilen, also auf beide Beine. Bauch ist fest, auch hier wieder Schultern, Oberkörper nach hinten öffnen, die Arme befinden sich übereinander, die Schultern befinden sich übereinander. Arme sind aktiv bis in die Fingerspitzen, auch hier wieder und Blick geht entweder nach unten oder nach oben. Und wir kommen schon zu unserer letzten Übung, und zwar das Dreieck. Auch hier wieder ganz, ganz schwierige Übung. Es war eine meiner schwierigsten Übungen, die ich lernen musste. Da ist es einmal so, dass das hintere Bein diesmal an Stabilität verliert und hinten das Knie reinfällt und nicht, ja, nicht angespannt ist, nicht durchgestreckt im Sinne von angespannt. Dann einmal die Gewichtsverlagerung wieder hier nach vorn, weil man versucht unbedingt die vordere Hand irgendwie runterzubringen und deshalb fällt dann wieder der Oberkörper Richtung Matte, aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns nach hinten öffnen, wir wollen, dass die Schultern übereinander liegen und auch hier wieder, dass sich eben die Seite überhalb des Beins befindet, aber nicht ablegen oder so, sondern eben halten mit der Bauchmuskulatur, also hier wieder Bauch anspannen. Dann auch hier wieder schauen, dass du eine Linie bildest von Kopfkrone bis Steißbein und die Arme aktiv. Dann nicht Gewicht ablegen, also nicht abstützen, sondern halten. Das heißt, komplett den Körper anspannen. Auch hier kannst du natürlich wieder einen Block verwenden, um dir hier zu helfen, um dich gleich zu unterstützen, aber eben um auf diese Ausrichtung überhaupt hinzuarbeiten, dass du dich nach hinten öffnen kannst, dass du eine Linie bildest, dass du hier, also hier kann man es sehr gut sehen von der Seite, dass du hier nicht nach vorne fällst, sondern eben eine Linie von der Hand bis zum Fuß. Und hier nochmal zusammengefasst, Gewichtsverlagerung bis zum großen Zeh vorne und hinten eben auch bis zur Fußkante. Dann kurz zur Beinstellung, das hintere Bein rotiert nach innen und das vordere Bein nach außen. Die Flanke befindet sich überhalb des Beins, Bauch auch hier wieder fest. Eine Linie von Kopfkrone bis Steißbein, Schultern zurück, Schulterblätter zueinander ziehen. Dann je nachdem, ob du deine Hand auf dein Schienbein ablegen magst, auf die Matte oder auf einen Block. Die Arme bilden eine Linie und der Blick geht auch hier wieder nach unten oder nach oben. So, ich würde das Video hier gerne cutten. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Übungen. Das heißt, wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe noch ein Video gemacht zu verschiedenen Übungen. Auch die Vorbeuge und der herabschauende Hund gehören zu den Übungen, wo man nie genau weiß, mache ich es gerade richtig oder falsch. Aber dazu habe ich schon ein Video gemacht. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit reingenommen. Ich verlinke dir das Video unten in der Infobox, aber auch hier oben rechts. Und dann kannst du da vorbeischauen. Da gibt es auch die Kobra, den Baum und auch noch ein paar andere Übungen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, das ist schon etwas länger her. Aber diese Übungen sind vor allem auch eben für Anfänger super. Deswegen ist es auch ein Yoga Basic Video. Und ich wünsche dir auch damit viel Spaß. Genau. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder.